Hundeleser, verschwinde. Ist das ekelig. Wo ist der? Der ist da hinten noch. Der Baum brennt. Was? Der Baum brennt. Ah! Und ich sehe, ich verhungere gerade. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Okay. Oh, ich falle runter. Wir sind übrigens wieder da. Hallo und herzlich willkommen. Ich versuche hier was zu bauen. Genau, der Kappen, wie wir ja so schönerweise in der letzten Folge ja aufgehört haben, bauen wir jetzt diese wunderschöne Bridge darüber. Bevor ich verhungere. Bevor er verhungert, okay? Kann schon und nicht mehr rennen. Ja, wir schauen einfach mal zu, wie er seine schönen Pläne in die Tat vollsetzt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh, das snappt ja richtig gut. Du siehst da gerade aus wie bei König der Löwen, der den Plüschbären da hochhält. Rafiki? Nee, ja. Das war aber ein Löwe und kein Plüschbär. Das heißt König der Plüschbär. Genau, jetzt ist das nämlich nicht mehr vor der Tür. Ja. Das müsste jetzt im Baum sein, ne? Ja, ja. Genau. Perfekt. Ich hatte mal eine gute Idee gehabt. Ja, wundert mich auch. Auch ich kann mal produktiv werden. Man kann auch von unten bauen. Achso, okay. Holz, mehr Holz. Was, das Ding frisst 32? Nee. Das ist doch mit dem Ding da hinten in der Ecke zusammen. Das Ding in der Ecke haben wir ja auch noch. Mhm. Soll ich Fell mal hier drüben? Wir könnten auch mal so einen Treppenaufgang die Klippe runter machen oder so. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Megaprojekt. Oh, ich drücke eben auf den Knopf. Auf welchen Knopf? Auf mein Licht. So. Das Geile ist, ich muss mich nicht mal verstellen. Verrenken, um das zu sehen. Weil ich sehe dieses Lämpchen blinken durch den Popschutz von meinem Mikrofon. Das ist cool. Ja. Aber du brauchst das doch gar nicht. Ich habe das doch im Auge. Ja, ich will das aber benutzen. Ich nehme ja nicht immer mit dir auf. Genau, ich will mich dran gewöhnen. Du hast gerade mir gesagt, du nimmst nicht immer mit mir auf. Ja, das ist auch einfach nicht auszuhalten mit dir. Also wirklich. Ganz im Ernst, ne? Also wenn du jetzt so rumheulst, brauchst du mir gar nicht ankommen, ja? Dann gibt's, was? Das gibt's. Nee, also dann schläfst du auf der Couch. Was? Ich gehöre bei dir ins Bett und nicht auf die Couch. Nee. Seit Jahren möchte ich eine Couch haben, damit ich dich dahin verbannen kann. Jetzt habe ich endlich einen. Boah, es war jetzt aber knapp über meinen Kopf, ey. Ich dachte gerade, der Schlitten wäre kaputt gegangen, aber es war, glaube ich, nur so ein Strauch. Fertig. Oh, sehr schön. Jetzt müssen wir den nächsten Baum machen. Ja, ich mache ja hier. Hattest du den hier? Bitte was? Wo? Den hier? Welchen? Wo ich springe? Oder einen anderen? Nee, das ist schon richtig. Wir können natürlich versuchen, ob man daneben auch wieder eine machen kann direkt. Nee, das ist doof. Wieso, wenn die auf derselben Höhe sind, ist das doch cool. Glaube ich. Geht aber nicht. Der Baum ist zu schwach. Nee, aber genau. Geh rein. Sofort. Wieso? Geh rein. Was ist? Soll ich abschließen? Ja, abschließen. Scheiße. Ganz ruhig verhalten. Geh nach oben. Ich hab da was gesehen. Und gehört. Man hört die gar nicht. Was denn? Da war was. Moment. Nein. Doch. Komm hier lang. Ach du Scheiße. Scheißdreck, ey. Soll ich die Flairgang wieder nehmen? Warte, er hat uns nicht bemerkt. Ganz ruhig verhalten. Ich pack eben meinen Bogen. Was verstehst du unter ganz ruhig verhalten? Hä? Wow! Der springt hier hoch! Scheiße. Der hat seine Freunde mitgebracht. Oh Gott. Freunde? Ich hab keine Pfeile, die ich anzünden kann. Was soll das denn jetzt?
Scheiße. Ein Glück, dass wir einen Knochenzaun haben. Und mit dir werden wir ihn erweitern. Mistvieh, muss auch treffen. Ich treff dir nicht. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht tiefer zielen. Pfeile prallen an dem ab? Was ist das denn für eine Kacke? Jetzt macht er gerade unsere Basis kaputt. Kaputt? Warte, warte. Komm mal nicht näher, ich zünde was an. So. Hundeleser, verschwinde. Ist das ekelig. Wo ist der? Der ist da hinten noch. Der Baum brennt. Was? Der Baum brennt. Ah! Wo ist der? Hoffentlich bleibt's beim Baum. Der ist da hinten. Du gehst aber nah ran. Ja, mutig. Tot! Er ist gerade verschwunden bei mir. Sehr witzig. Was? Tot. Ja, der Baum brennt nicht mehr. Ah, der hat die Holzwand angegriffen. Hier. Ja, die Tür ist komplett weg. Krass. Kappen, die Tür ist komplett weg. Ja, ich sehe es. Wir müssen... Wir müssen unseren Eingangsbereich besser schützen. Ja. Wir müssen jetzt diese Panzersperren bauen. Ja, die großen, ne? Ja. Und die Foundation braucht noch zwei Loks. Ich hole mal den Schlitten. Ja, ich überhole sofort. Ich wollte gerade nur eben den Folgennamen aufschreiben. Okay. Kacke, ey, kacke, ey. Wenn die jetzt nur noch kommen, ne? Stell dir mal vor, die kommen und dann nochmal 10 Dorfbewohner. Wie sollen wir das aushalten? Stell dir mal vor, davon kommen mal 2. Ja, Achtung, Baum. Aber von wo kam der jetzt? Von der Klippe? Der ist einfach hier hochgelaufen. Lol. Also der lief so was durch den Wald. Was braucht noch 2 Loks? Die Custom Foundation da in der Mitte. Die Custom Foundation? Ja, die muss repariert werden. Ah, ja. Ist repariert. Alles klar. Holla, die Waldfee, was machen wir? Keine Ahnung, ey, wenn das jetzt so Standard wird, dass die da kommen, dann krieg ich einen Herzkasper hier. Wirklich. Da kommst du ja gar nicht mehr raus. Du kannst ja, stell dir mal vor, du erwischst die so unterwegs. Aua! Was denn? Du hast mich getroffen. Das kann gar nicht sein. Doch. Das kann echt nicht sein. Doch. Was? Auf jeden Fall nicht in Reichweite. Hoppala. Pass auf, wir müssen die so bauen. Nee, der steht scheiße. Wieso? Der stand doch... Na, okay. Wir müssen die... Ich wollte ihn eigentlich hier hinsetzen, aber der steht jetzt da. Ja, trotzdem, ich würde erst die Tür bauen. Ich glaube, das hat Priorität. Irgendwie. Soll ich das wieder machen? Ja. Okay. Wir kommen gar nicht dazu, irgendwas fertig zu machen, weil wir ständig neu bauen müssen. Auf ein neues. Aber ich glaube, die Steinmauern, die... Ich höre ihn schon wieder. Echt jetzt? Ich habe schon wieder... Ja, da hinten steht noch einer. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße. Das Galoppelheinz. Kacke, ey. Shit. Geh nicht alleine hin. Warte. Wow. Scheiße, ich habe nicht genug Federn. Da, du bist ja mutig. Warte, ich mach mir auch eine brennende Axt. Ah, der pupst. Ah, endlich. Ist weg. Drecksack. Falte. Bringt nichts. Aber es hat noch Geräusche gemacht. Ja, aber es bringt nichts. Okay. Alter Schwede, ey. Das war der zweite. Der dritte.
War ich glaube, das ist der eine, der weggegangen ist. Aber das kann gut sein, ja. Oh, die hier sind. Alter! Stimmt. Ja, du solltest die Tür hier noch hinmachen. Ja, mache ich. Ich wollte nur die Baumstämme anfassen, damit die nicht despawnen. Die hab ich da hingelegt. Okay. Ich dachte, die wären doch von der Tür über gewesen. Oh, falscher Baum. So. Nochmal. Alter, mittlerweile fühle ich mich nicht mehr sicher hier, ne? Ich auch nicht. Scheiße, oh. Das war nämlich echt schon der... Kann jetzt nicht jede Minute einer kommen. Ich muss was essen. Es wird dunkel, ich möchte bitte schlafen. Hunde? Wenn die Tür fertig ist, aber nur. Ja. Boah, meiner ist die ganze Zeit am Schnaufen, weil bestimmt aus Angst. Kann gut sein, ja. Ah, passt nicht, wo ich das will. Jetzt. Beeil, ich hab Angst. So, Warte, so. Du bist richtig. Ja. Tada. Schlafen gehen. Ich schließe eben ab. Ja, bitte. Das ist aber echt Galoppelhals. Geht nicht. Ich kann nicht abschließen. Doch? Nee, irgendwie kann ich nicht abschließen. Ich komm runter. Jetzt, es geht. Schlafen. Oh mein Gott. Ich hab wir schon... Wir können nicht schlafen. Oh Gott. Ich speichere jetzt mal kurz. Ja, ich auch. Ich hatte befürchtet, dass wir irgendwie, dass es so öde wird, wenn wir jetzt nur Sachen bauen. Habe ich mich wohl geirrt, ja? Ja, wir haben voll Action. Wir müssen ja immer reparieren. Wir bauen ja gar nicht mehr. Okay, pass auf. Da wir jetzt wahrscheinlich nicht so oft schlafen können, würde ich ganz gerne zusätzlich als Projekt, das kann man auch einfach schon mal aufstellen und wenn man was hat, machen, mehr Lampen verteilen im Lager. Ja, und nicht nur im Lager, auch draußen. Ja, aber erstmal im Lager, weil ich will sehen, wenn hier was drin ist, was nicht rein soll. Ja. Dieser Baum ist ganz interessant. Ah, egal. Ja. Ich stell mal so ein paar Lampen auf, irgendwie. Und eigentlich, also ich... Ah, das ist so doof, dass man so lange braucht, um Pfeile zu machen. Also irgendwie immer mit den Vögeln, das ist so blöd. Mit den Vögeln? Nein, mit denen. Aber hier ist noch eine Lücke. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, Lampen. Also eine School Lamp. Ja. Hier, ich habe schon mal wieder eine gemacht, neben der Tür. Ich glaube, der Abstand, der hier ist zum Beispiel bei den Sachen hier, das ist auch ganz gut eigentlich. Book. Ach ja, wir haben ja noch ein Lagerfeuer. Tada, wir können auch ein großes Lagerfeuer fürs Haus machen, dann haben wir ganz viel Licht. Weißt du, so ein mit Baumstämmen. Da ist auch schön, guck mal. Ja. Den unter der Treppe hast du gemacht? Ja. Okay. Ja, das ist gut. Was hältst du von so einem Signalfeuer, dieses große mit den Baumstämmen vor der Tür irgendwo? Ja, das wollte ich mal machen. Soll ich das mal? Ja, vielleicht irgendwo so draußen auf dem Feld, dass wir halt ganz viel Licht draußen haben. Vielleicht... So hier, wo hier, guck mal, wo ich jetzt stehe. Ja, genau. Hier. Ja, ich bringe Stämme mit. Ich öffne das Buch. Wo war das denn nochmal? Hä? Wenn ich den Schlitten schiebe, hört sich das an, als würde so ein Monster kommen. Ah, nur 5 Stück, okay. Jetzt brauchen wir nur noch Sticks. Ja. 5 Stück. Geh im Dunkeln suchen. Hier sind Stickbäume. Ich glaube, wir haben ein bisschen gerade Schmuffensausen, kann das sein? Ja, hab ich, tatsächlich. Ich aber auch. Es ist fast soweit, wir müssen...
Was ist das? Keine Ahnung, ich lauf weg. Das klang so wie die Babys. Ja. Mach's an. Scheiße. Das sind die Babys. Ah. Dass die auch noch kommen, die hasse ich am meisten. Die haben mich mal umgebracht. Hast du angemacht? Ja, ja. Da hinten sind sie. Ah, das mit dem Licht ist gut. Sei vorsichtig, ne? Echt, ist schon tot. Okay. Die vertragen nur einen Schlag. Wir hätten diese scheiß Tür nicht aufmachen sollen damals. Meinst du, daran liegt das? Keine Ahnung. Ey, wir brauchen davon noch mehr, von den Feuern, glaube ich. Ich hoffe, die verbrennen nicht, dass man die da anmachen kann. Das wäre geil. Ich glaube nicht. Nee? Dann. Aber krass, dass selbst schon die Babys hier hinkommen. Ich höre noch eins. Ja. Soll ich hier hinten nochmal einen so ein Ballager fein bauen? Ja. Hier? Ja, die Entfernung ist gut. Du schützt mich? Ich sag dir, wenn was kommt, wenn ich was sehe. Ich höre dir ja bis hierhin. Okay. Also zumindest sind noch Babys unterwegs. Hast du schon gebaut? Ich sehe gar nichts. Kacke, kacke, kacke. Boah, ich hab Angst bei dem Geräusch, ne? Ein Baumstamm fehlt und Sticks. Ah, scheiße. Ich geh mal kurz da an der Seite einen Baum fällen. Hier so. Oh, ich muss mal wieder was essen gleich. Oh, ich habe keine Energie. Scheiße, ey. Ich krieg langsam richtig Schiss. Das Schlimmste ist ja, die belagern uns richtig. Wir kommen ja fast gar nicht raus, ne? Also ohne zu sterben, dass wir mal irgendwie Sachen nachholen könnten. So Energy Drinks oder sowas. Es fehlen jetzt nur noch Sticks. Ach so. Tada! Ah. Sehr gut. So, Stämme mitnehmen und wieder rein. Alter Schwede. Ich glaube, wir sollten die... Ich bin mir nicht sicher, ob man die Steinmauern weiter weg von dem anderen da bauen sollte. Also von der Holzwand. Huch, das sieht ganz anders aus als vorhin. Was denn? Nee, ich hab mich nur vertan. Ja, egal. Nee, ich hab ja schon ein paar Stämme reingeballert. Ich dachte, das wäre hier auf einer Höhe, was ich gemacht habe, aber ist nicht. Ja, bisschen Schwund ist immer, ne? Boah, ich muss erstmal mit meinem Puls runterkommen, ne? Das ist schon ein bisschen krass jetzt. Ah, es sieht so geil aus, ne? Ich finde das aber mit den Lagernfeuer eine gute Idee. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt links noch eins machen. Ich glaube, dann sehen wir genug. In den Wald rein? Ja. Sollen wir raus? Können wir machen. 2 Minuten haben wir noch, bis 20 Minuten. Ja, dann machen wir noch ein Feuer und dann... Okay. Hören wir auf, so. Ja, weiter geradeaus. Ja, stopp. Dreh dich mal zurück zur Basis und dann bau das. Jupp. Ich und meine Q-Taste, ne? Ich hab nichts gehört diesmal. Ja, aber ich hab schon wieder Q gedrückt. La 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 la. Ich hab das doppelt gehört. Ja, witzig, ne? Scheiße. Wie geil. Ich muss mal eben was essen gehen. Ach so, man muss das wieder ausmachen. Sorry. Ja. Weil ich höre das verstärkt auf mein linken Ohr. Ah, unser Lagerfeuer ist wieder weg. Ich höre immer noch diese Babys. Wo sind die? Keine Ahnung, ey. So. Vielleicht sollten wir auch Fallen aufstellen. Ich glaube, bei den Großen und den Babys helfen die nicht. Aber wenn noch Ureinwohner dazukommen. Ich meine, angefangen hat es mit einem von diesen Mutanten. Ja? Richtig. Dann kam, dann kam noch einer. Dann kam einer mit Babys. Also, die waren ja zusammen. Und wenn vielleicht
alles zusammenkommt, dann Achtung Baum. Also ich glaube, jetzt wird's erstmal richtig spannend. Ja. Noch einen Baumstamm? Hab ich. Und es werde Licht. Kann man da auch Blätter nachlegen oder brennen die ewig? Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Ich höre die auch da hinten, die Babys. Ja, ne? So, und jetzt würde ich hier diese Panzersperren irgendwie vor die Tür machen, sodass da keiner von denen durchpasst. Okay. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ich glaube, wir haben einfach zu viele umgebracht von denen. Ja. Die werden wütend. Ich guck mal, wo die Babys sind, okay? Jo. Ich mach mal so einen Vorschlag mit den Panzersperren, dann kannst du gleich mal gucken. Ich höre die, also okay, die müssen in der Nähe unserer Basis sein, weil die Babys höre ich hier hinten gar nicht mehr. Das macht mir Angst. Sieht gut aus. Ja. Ich mache da hier noch eine. So, Hauptsache wir kommen noch durch. Sollten aber keine Probleme mit haben. Ich höre keine. Mach ich hier auch noch. So, wir müssen aber jetzt beenden. Yep. Alles klar, Leute. Dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zurück hier bei Survival, unser Lager. Genau. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiedersehen.